meine Damen und Herren, und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. Normalerweise senden wir an dieser Stelle Gespräche mit Forscherinnen und Forschern aus der Region Hamburg. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 26.09. veröffentlichen wir in den kommenden Wochen allerdings 6 Sonderfolgen, in denen wir mit Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag sprechen wollen. Die 2020er Jahre sind von entscheidender Bedeutung dafür, ob wir den Klimawandel auf ein halbwegs akzeptables Maß reduzieren können oder uns auf eine stark veränderte Umwelt einstellen müssen. In diesem Sinne ist auch die kommende Bundestagswahl eine kritische Entscheidung für die deutsche Gesellschaft. Wie in den beiden vorangegangenen Aufnahmen betont, können wir uns ein weiteres Zögern beim Umwelt- und Klimaschutz nicht leisten. Deswegen sprechen wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus Hamburg über Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens in Deutschland und in der Welt. Ebenfalls wie in den vorhergehenden Aufnahmen haben wir im Vorfeld unserer heutigen Aufnahme unsere Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Forschungsbereichen gefragt, welche Herausforderungen und Aufgabenstellungen in ihren Aufgaben besonders wichtig sind. Und die zu uns zugesandten Fragen und Hintergrundinformationen haben wir zusammengefasst und verwenden sie für dieses und die kommenden Gespräche. In dieser Folge sind freundlicherweise unserer Einladung gefolgt Herr Metin Hakverdi von der SPD und Herr Uwe Schneider von der CDU. Beide treten für den Wahlkreis 23 Bergedorf-Harburg an. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Hakverdi und Herr Schneider. Ja, hallo zusammen. Bevor wir jetzt mit den thematischen Schwerpunkten anfangen, würde ich Ihnen beiden gern kurz die Gelegenheit geben, sich in einigen Sätzen vorzustellen. Mögen Sie vielleicht beginnen, Herr Schneider. Ja, das mache ich gern. Herr Gebgen, Herr Kakarot, vielen Dank für die Einladung, für den Podcast. Insofern freue ich mich auf eine interessante Diskussion, auf eine interessante Stunde. Mein Name ist Uwe Schneider, 46 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder, 17 und 8 Jahre, wohne im Herzen von Eisendorf. Für diejenigen, die es nicht kennen, wo Eisendorf liegt, direkt im Herzen Harburgs, das ist ein kleiner Ortsteil, wo ich mit meiner Familie lebe und arbeite als kaufmännischer Angestellter hier in Hamburg. Politisch zu Hause, wie schon von Herrn Gebgen anmoderiert, bin ich in der CDU. Und bedingt durch meine familiäre Prägung, dass wir eine Handwerkerfamilie sind, die in der dritten Generation eine Bäckerei führt, ist natürlich auch mein Themenschwerpunkt in der Politik, das Handwerk, der Handel und die Dienstleistung als eine wirtschaftliche Säule, sagen wir mal, des Mittelstandes. Und zum Zweiten, ein zweiter Schwerpunkt meiner Politik sehe ich hier in der Familienpolitik als Fundament für unsere Gesellschaft. Sonst hätte ich nicht 2 Kinder. Und ich glaube, wenn man aus der eigenen Erfahrung reden kann und berichten kann, glaube, kann man die beste Politik machen. Vielen Dank. Bis hierhin. Ich danke Ihnen. Herr Hakverdi. Ja, Metin Hakverdi, 52 Jahre alt. Ich bin Mitglied des Bundestages. Also geborener Harburger. Ich lebe in Wilhelmsburg. Wilhelmsburg gehörte mal zu Harburg 2008. Im Bundestag bin ich Mitglied des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union und stellvertretender europapolitischer Sprecher. Und im Haushaltsausschuss bin ich zuständig für die Tasks des Bundesfinanzministeriums und des Bundesumweltministeriums. Das ist es in Kürze. Ja. Ich war mal Rechtsanwalt in Hamburg und bin auf die Helmut-Schmidt-Gymnasium gegangen in Wilhelmsburg. Ja. So viel erstmal. Dann auch Ihnen vielen Dank. Dann würde ich sagen, Julian, schließen wir die Runde kurz ab. Magst du 2-3 Worte zu dir sagen? Kann ich gerne machen. Julian Kakerott, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW Hamburg seit 2018 und habe mich da bisher in meiner Forschung primär mit den Fragen Logistik und der Anwendung von Blockchain auf die Logistik beschäftigt und habe jetzt seit 2019 auch noch ein paar Publikationen gemacht zum Thema Blockchain und dem europäischen Emissionshandel. Vielen Dank. Dann schließe ich die Runde kurz, wenn man mich in den vorhergehenden Folgen schon gehört hat. Mein Name ist Thomas Gebgen. Und ich komme aus dem Bereich der Forschung und auch der Arbeit in den erneuerbaren Energien im Gebäudesektor. Dann möchten wir heute mit Ihnen über die 3 Themenfelder europäische Klimapolitik,
Stadtplanung und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten sowie Wirtschaft und Hafen sprechen. Wir werden jeweils einen kurzen Einstieg in das Thema geben und anschließend haben Sie dann die Möglichkeit, sich zu den Themen zu äußern und auch gemeinsam in ein Gespräch mit uns und miteinander zu gehen. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben, Julian. Ja, vielen Dank und auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Europäische Klimapolitik ist für uns natürlich ein besonders wichtiges Thema, weil natürlich auf europäischer Ebene auch sehr viel entschieden wird in Richtung Klimaschutz. Ich sage mal Stichwort Fit for 55, also das Programm, was die Kommission auch gerade vorgestellt hat, um ihre Ziele zu erreichen. Und wir haben in der vergangenen Folge schon mal über E-Mobilität und die Emissionen, die auch damit verbunden sind, gesprochen. Und nur so ganz grob als Kontext, also die EU gibt an, dass ungefähr 3/4 der Emissionen aus dem Transportsektor auf der Straße entstehen, also von Autos und LKWs etc. Und ein ganz interessanter Fakt für uns ist, dass diese Emissionen halt bei Verbrennungsmotoren primär nach dem Verkauf des Automobils entstehen, also sprich mit dem Tanken und dann Verbrennen des Kraftstoffs. Und bei E-Autos ist es größtenteils davor, also bei der Produktion der Batteriezellen. Und die Europäische Kommission hat jetzt vorgeschlagen, einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus zu schaffen für bestimmte Materialien. Und wir hatten uns gefragt, ob für einen fairen Wettbewerb zwischen Verbrennungsmotoren und Elektroautos es nötig wäre, dass Elektroautos beim Import auch besteuert werden über diesen Grenzausgleichsmechanismus. Also sprich die Emissionen, die anderswo entstehen bei der Produktion eines Elektroautos, ob die auch in den Grenzausgleichsmechanismus der EU mit eingebettet werden sollten. Ich würde vielleicht Herrn Berdi fragen, dass er anfängt, weil er im Ausschuss für die EU im Bundestag sitzt. Ich glaube, das wäre ganz passend. Stellen Sie mir jetzt die eine einzige Ja-Nein-Frage, ob für den Fall, dass es eine Einigung unter allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf eine Grenzausgleichssteuer und eine finale Liste mit den Branchen und den Sätzen gibt, dann auch die Automobile dazukommen sollen? War das eine Ja-Nein-Frage? Habe ich es richtig verstanden? Es ist keine Ja-Nein-Frage, sondern die Frage geht eher in die Richtung, ob oder inwiefern die Materialien, die für den Bau von Elektroautos eben notwendig sind, inwiefern diese eingebettet werden sollten. Also als Beispiel, Batteriezellen sind ja auch zum Teil in Verbrennungsmotoren verbaut, aber eben nicht zu einem besonders hohen Prozentsatz. Das heißt, man könnte beispielsweise nur die Batteriezellen mit der Importabgabe belegen für Elektroautos. Man könnte auch über das Gesamtautomobil reden. Wir reden zum Beispiel darüber, ob die Autos als Ganze quasi in die EU verschifft werden oder ob es nur die Einzelbauteile sind. Uns hat einfach interessiert, wie Ihre Position allgemein zum Grenzausgleichsmechanismus ist und inwiefern Sie glauben, dass das einen Einfluss auf die Elektromobilität hat. Ah, verstehe. Gut, also Grenzausgleichsmechanismus. Die Allgemeinfrage. Ich finde, dass man diese Chance ergreifen sollte. Ich finde das ganz interessant, unsere Runde hier. Also ich bin ja gelernter Jurist und sehen Sie mir das bitte nach. Das ist ein sehr beeindruckender Titel, Scientist for Future. Ja, da hat man so das Gefühl, dass man da durchaus mit durchschnittlichen Mathe-Noten in der 11. Klasse hier vorgeführt werden kann, wenn man sich vielleicht nicht auf ihrem technischen Niveau befindet. Trotzdem versuche ich mal den politischen Hintergrund des Grenzausgleichs, warum ich das für ein interessantes Modell finde. Der ist ja nicht neu, also die Idee ist ja nicht neu, die ist ja schon ziemlich alt, sozusagen als Steuerungsmechanismus auch als wenn man als Markt macht, der sozusagen Nachfrage hat. Ich sehe das aber eigentlich vor einem ganz anderen historischen Hintergrund oder vor einer anderen politischen Entwicklung des Strukturwandels in den westeuropäischen, aber auch in den nordamerikanischen Gesellschaften, also postindustrielle Entwicklung, die dann auch zu Populisten und zu politischen Bewegungen wie zum Beispiel dem Trumpismus geführt hat. Ja, wenn man sich die Wahlergebnisse genau anguckt in den USA, dann sieht man, dass da sozusagen dass eigentlich der Swinging Vote dahergekommen ist, in industriestarken Regionen, die eigentlich ursprünglich sozusagen, wenn es ein Links und Rechts gäbe, eher links sind und nicht rechts, dass das aber mit einer Verbindung, in Verbindung gebracht wurde, eigentlich mit so einem grundsätzlichen institutionsfeindlichen Ansatz, den wir dann ja eben Populismus nennen. Man kann es ja auch anders bezeichnen. Und das versucht jetzt ja die Regierung in den USA, das versuchen wir übrigens auch, Stichwort Green Deal und so weiter, also das ist dann die Investitionsteil sozusagen dieser Transformation. Versuchen wir, diese wirtschaftlichen Anreize zu schaffen, dass insbesondere da Wertschöpfungsverluste auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der abhängig Beschäftigten, nicht mehr so zu Buche schlagen. Dass der Strukturwandel nicht nur auf dem Rücken der abhängig Beschäftigten stattfindet. Das ist so mein Zugang zum Thema. Ich finde das aber
dass sich das überhaupt nicht widerspricht, sondern sehr gut verbinden lässt. Am Beispiel der USA lässt es sich ein bisschen einfacher erklären, weil die auch einen Tick weiter sind als wir. Nicht, weil sie intellektuell weiter sind, sondern weil wir eben zwei Dutzend Mitgliedstaaten haben und uns dann erstmal auf ein Prozedere einigen müssen. Das ist eine Entscheidung, die im amerikanischen Kongress oder im Weißen Haus gefällt wird. So, und die werden jetzt sehr, sehr viele Investitionen auslösen in den USA, sehr, sehr viele Investitionen, die sind proportional ja noch größer als das, was wir über den New Green Deal machen wollen in Europa. Und da kann man schon die Frage stellen, sag mal, wenn wir hier in neue Technologien investieren, die CO2-Emissionen senken dauerhaft, was wir ja richtig finden, was machen wir eigentlich, wenn diese Produkte oder Dienstleistungen, die in diesem Sektor angeboten werden, im direkten Wettbewerb mit anderen Anbietern stehen, die im Ausland nicht unter diesem gleichen Regime dann eben produzieren müssen. Das hat zwei Auswirkungen. Das eine ist Energiesteuern, also wird Energie besteuert, CO2-Preis zum Beispiel in Deutschland die Debatte. Und das andere ist dann eben direkt an der Grenze dann eben mit einem Regime, mit einer, nennt man es, also man kann es Carbon Border Tax nennen, wie man es auch immer nennt, es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist einfach, um sozusagen den Wettbewerbsnachteil, indem man sich an Klimaziele hält, sozusagen an der Grenze auszugleichen. So, und Sie stellen jetzt schon eine sehr spezifische Frage nach einem Sektor. Ich glaube, dass es da eine Riesenklopperei geben wird in Brüssel. Das ist absehbar, dass das passiert. Bevor man jetzt aber sozusagen mit deutschen Interessen reingeht und deutschen Exportinteressen der Automobilindustrie, das liegt ja auf der Hand, welche Argumente da ausgetauscht werden, möchte ich nochmal kurz dabei bleiben, erstmal die Perspektive aufzuzeichnen, welche Steuerungsmechanismen wir haben wollen, um diese Transformation zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern, weil man auch Investitionen in die Transformation sichert und einfach nicht nur einfach weniger macht, also weniger produziert, weniger Emissionen hat und dann letzten Endes die Wertschöpfung weniger wird. Und ich glaube, da sollte man kurz drüber nachdenken, bevor man sich in den Bodenkampf begibt zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und die Deutschen, die chemische Industrie verteidigen, die Franzosen, den Landwirtschaftssektor und wir dann meinetwegen vor allen Dingen die Zuliefererindustrie bei den Automobilen. Da lohnt es sich, erstens über einen Energiepreis nachzudenken, der harmonisiert, möglichst harmonisiert ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Harmonisierung hat. Man stelle sich vor, einen Energiepreis, der harmonisiert ist, nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel USA, es kommt aber auch noch Kanada in Frage, es kommt Japan in Frage, es kommt Teile Mexikos kommen in Frage, dass man das harmonisiert, dass man dann auch sich gleichzeitig über ein mögliches Regime des Grenzausgleichs auch gleichzeitig unterhält, weil es sonst natürlich zu Verwerfungen kommen kann, dass sich jeder jeder hat die Interessen seiner eigenen Volkswirtschaft zu vertreten. Und dann kommt man schnell in eine Situation, die man nicht haben will, dass es zu Wertschöpfungsverlusten kommt durch internationale Lieferketten oder Wertschöpfungsketten. So, deswegen glaube ich, ist jetzt die richtige Gelegenheit, erstens darüber zu sprechen über einen Energiepreis, zweitens darüber zu sprechen, wie man sinnvolle CO2-mindernde Investitionen auch in einer Übergangsphase wettbewerbsfähig gegenüber anderen Einfuhren von außen außerhalb dieser Regime hält. Und drittens dann, dass man das möglichst harmonisiert in einem großen Markt. Der große Markt ist bei uns, liegt auf der Hand, europäischer Binnenmarkt. Aber wenn wir uns die Lieferketten angucken, dann sind wir auch schnell dabei bei den Wertschöpfungs-, der Automobilsektor haben Sie ja genannt, dann sind wir ganz schnell außerhalb der Europäischen Union. Deswegen müssen wir da, Olaf Scholz hat das ja ein Klimaclub genannt. Also man kann es jetzt nennen, wie man will. Wir haben da noch kein festes Regime international für. Und bevor wir uns die Frage stellen, oder nein, gleichzeitig die Frage nach den Batterien stellen, können wir uns eigentlich auch gleich die Frage stellen, sag mal, wer ist eigentlich in der Automobilindustrie dabei? Mit den Staaten müsste man eigentlich jetzt auch ins Gespräch kommen, damit es zu Ausgleich kommt. Ganz konkret zur Batterie, ganz interessant, weil ich letzte Woche bei Aurubis war und Aurubis wird ja hoffentlich, also die sogenannte Kupferhülle, die machen ja viel mehr als Kupfer, werden hoffentlich als erstes deutsches Unternehmen ein ziemlich praktisch verwendbares Recyclingverfahren für E-Autos präsentieren können. Das könnte auch eine Veränderung bedeuten in dem Markt. Aber konkret für Ihre Frage, jedes einzelne Produkt und jede einzelne Branche, die am Ende in diesen Mix reinkommt, löst etwas aus, auch dann eben sozusagen in der Reziprozität des Lieferlandes. Ja, so. Und wir liefern sehr viel in die Volksrepublik China. Die Volksrepublik China liefert sehr viel, also 100 Milliarden Euro Warenaustausch in beide Richtungen. Das wird dann, glaube ich, eine komplizierte, aber ein Verhandlungsprozedere sein, das man führen muss. Grundsätzlich, um Ihre Frage prinzipiell zu beantworten, ja, Batterien sollten da drin sein.
Ganz klar. Also insbesondere die Produkte, von denen man weiß, dass sie in Zukunft eine große Rolle spielen werden und vor allen Dingen sozusagen in diesen von mir genannten Prinzipien eine Rolle spielen sollen. Ich tue mich nur ganz einfach politisch schwer, einfach nur ganz einfach Ja zu sagen zu Ihrer Ja-Nein-Frage, weil ich weiß, dass da hinten dran ein riesengroßer Kosmos hängt in der Europäischen Union. Stichwort, wir haben die Automobilindustrie, andere haben die Landwirtschaft, wieder andere haben Dienstleistungen. Ich habe aber das Gefühl, dass in diesem klassischen Klein-Klein in Brüssel, wenn man sich das Verfahren anguckt mit dem Green Deal, mit 50-50 und auch den institutionellen Zielen, die damit verbunden waren, die CO2-Produktion zu senken, auch die erneute Verschärfung der Ziele, habe ich das Gefühl, dass wir da in einem Einigungssog sind, so will ich das mal nennen, auch in Brüssel, den ich mir eigentlich so vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren hätte gar nicht vorstellen können. Also die positive Nachricht, ja, ich glaube, das muss da auch rein, ich glaube, das kommt da auch rein, aber es dauert auch noch ein bisschen, glaube ich, bis man diese einzelnen Branchen alle durchgegangen ist. Übrigens, letzte Bemerkung, ich habe sehr lange geantwortet, das war jetzt aber auch eine echt krasse Frage sozusagen. Das ist einer der Gründe, warum man die Frage nach Energiepreis, warum man die Frage nach ordnungspolitischen Maßnahmen, die Frage nach Investitionen auf europäischer oder auf Mitgliedstaatenebene oder dann eben Carbon Border Tax oder welche immer Grenzausgleichsregime es gibt, dass man die nicht getrennt voneinander betrachten kann. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal dazu kommen, einfach nur, wo der CO2-Preis sein soll. Das Problematische, die Big Challenge besteht ja im politischen Raum, dass das unmittelbar zusammenhängt. Deswegen finde ich es mal gut, dass Sie mit dieser Frage angefangen haben. Ich kenne sonst nur Debatten, die mit dem CO2-Preis anfangen und dann wird gefragt, wie teuer soll denn jetzt der Liter Sprit sein? Aber sie hängen tatsächlich zusammen. Also, aber ich würde mich politisch dafür einsetzen, dass wir eine instrumentelle Basis haben, wo wir diesen Grenzausgleichsmechanismus überhaupt haben. Das wird schon mal richtig. Also da muss man erstmal für sein. Und dann, dass das auch für industrielle Vor-, Zwischen- oder Zulieferprodukte auch gilt. Alles klar. Entschuldigung, Sie haben so lange geantwortet. Versucht das wirklich massiv kürzer zu sein, aber Sie haben wirklich mit einem echten Klopper angefangen. Vielen Dank. Also auf den CO2-Preis werden wir tatsächlich nicht mehr zu sprechen kommen, weil wir primär über den Emissionshandel reden wollen. Aber ich würde Herrn Schneider einmal die Gelegenheit geben, zu dem Thema Emissionshandel und Grenzausgleichsmechanismus nochmal Stellung zu beziehen. Es gibt tatsächlich Fragen, da ist man froh, dass man nicht gleich der Erste ist. Insofern, lieber Metin, danke, dass du da eingestiegen bist und eigentlich es zutreffend beantwortet hast. Es ist nicht einfach, das, was man von Politik oftmals erwartet, mit Ja, Nein zu beantworten. Da sieht man auch, wie differenziert Politik ist. Ich kann jetzt sagen, klar, grundsätzlich müssen wir das machen, das hat ja der Kollege schon gesagt, aber was löst es letztlich aus? Ne? Und es bringt ja nichts, wenn wir einen Ausgleichsmechanismus einführen, der im schlimmsten Fall nicht durchsetzbar ist, aus welchen Gründen auch immer, der Waren unnötig teuer macht, dass ein internationaler, globaler Handel überhaupt nicht mehr stattfindet, dann ist man im Binnenmarkt Europa, das hat Medina Querdi alles gesagt. Insofern, grundsätzlich kann man sich das angucken, sollte man sicherlich das auch aufnehmen. Und wie das genau ausgestaltet wird, da glaube ich, da werden noch einige Tage, Monate und Jahre in Brüssel vergehen, bis hier eine Einigung tatsächlich stattgefunden hat. Genau in dem Prinzip, weil so viele Faktoren da reinspielen, so viele Wirtschaftszweige reinspielen, dass das innerhalb kürzester Zeit nicht zu machen ist. Und ansonsten, auch wenn es vielleicht unüblich ist in der Politik, so kann man sich hier auch einfach mal seinem Vorredner und seinem Mitbewerber anschließen. Alles klar, vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage zum Emissionshandel. Und zwar, ich meine, wir kommen nachher noch zum Thema Hafen und Wirtschaft. Aber gerade der Bereich Hafen ist für Hamburg natürlich besonders wichtig. Ich selbst habe relativ viel mit Logistikunternehmen auch zusammengearbeitet im Rahmen meiner Forschung, Entschuldigung. Und ich habe jetzt auch schon die Fragen bekommen, nachdem die Kommission vorgestellt hat, was sie vorhat, inwiefern eben die Schifffahrt und der Hafen in den Emissionshandel mit eingebettet werden sollen. Und die EU hat da, ich sag mal, 4 Policy-Optionen vorgelegt. Ich will jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber ich werde sie einfach mal nennen. Also die EU schlägt vor, ob man die Schifffahrt in der EU allgemein in den existierenden Emissionshandel einbetten sollte, ob man dafür möglicherweise einen... Wie man was einbeziehen soll? Ob man die Schifffahrt in den existierenden, die Schifffahrtsemissionen in den existierenden Emissionshandel einbetten sollte, ob man dafür einen separaten Emissionshandel schaffen sollte, ob die Schifffahrt überhaupt nicht in den Emissionshandel eingebettet werden soll, sondern es quasi eine Abgabe, eine Art Steuer gibt, ist die 3. Option.
Und die vierte Option ist noch ein bisschen strenger. Da geht es um eine Einbettung in den Emissionshandel und dann noch stärkere oder härtere Standards. Ich will gar nicht auf die einzelnen Optionen eingehen, weil das sonst eine sehr, sehr lange Debatte wird. Aber ich wollte Sie mal allgemein fragen, was Sie glauben, was für einen Einfluss das möglicherweise auf den Hafenstandort, Schifffahrtsstandort Hamburg haben könnte, dass die EU jetzt plant, eben die Schifffahrt auch mit in den Emissionshandel möglicherweise einzubetten. Herr Schneider. Diesmal fange ich an. Okay, ich versuche es dann ein bisschen kürzer zu machen, sodass wir für die anderen Parts noch genug Zeit haben. Ich glaube, wenn wir sagen, wir nehmen die Schifffahrt nicht in den Emissionshandel mit rein, bleibt es so, wie es ist. Und die Ziele werden sich der Schiffe danach richten oder welche Hafen sie ansteuern. Wo komme ich am besten mit meinem Schiff hin? Wie groß oder klein muss mein Schiff sein, um dahin zu kommen? Und was kosten die Liegegebühren vor Ort? Und wie ist die Hinterlandanbindung? Das ist das eine. Nehmen wir die Schifffahrt in den Emissionshandel mit rein. Und ich setze voraus, jedes Schiff, egal aus welchem Land, wo der Heimathafen ist, unter welcher Flagge er fährt, das, was rausgepustet wird, muss auch bezahlt werden. Ich glaube, finden wir einen Weg dahin, dass auch die Schifffahrt umweltfreundlicher wird. Technologien gibt es dafür, gab es vor Jahren schon mal, was sich letztlich auch nicht so richtig durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, dass es solche, ich glaube, das war sogar ein Hamburger Unternehmen, die so ein Segel entwickelt haben, was man vors Bug spannt bei einer entsprechenden Windstärke, um dann natürlich Treibstoff, Schweröl zu sparen. Also grundsätzlich die Schifffahrt mit reinnehmen, halte ich nicht für verkehrt. Das schafft auch für die Schifffahrt Anreize, hier umweltfreundlicher sich fortzubewegen. Ich will nicht immer von Gefahren immer gleich sprechen, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass der Bahn oder die Warenbewegung auch nicht unnötig teurer wird, weil alles das zieht sich natürlich dann über mehrere Schritte zum Endverbraucher. Und das kann nicht im Sinne letztlich des Erfinders sein. Gleichwohl Umwelt, Emissionen, ganz wichtiges Thema, aber wie gesagt, Standpunkt. Wenn wir es mit reinnehmen, schafft es, glaube ich, den Druck auf die Reedereien, hier umweltfreundliche Antriebsmöglichkeiten zu nutzen, erneut zu nutzen. Das erstmal so als Einstieg, vielleicht diskutieren wir es auch ein bisschen. Alles klar, Herr Hagverdi, wollen Sie was dazu sagen zu dem Thema? Ja, ich bin kein richtiger Emissionshandel-Experte. Ich weiß aber, dass, und das ist ja eine super spezielle Branche, ja, Schifffahrt, die Wirkungsmechanismen und vor allem die zeitliche Wirkung, also wann das sozusagen einsetzt und dann Investitionsentscheidungen dadurch anders werden, das ist ja schon beim Einfamilienhausbau eine schwierige Sache oder beim Pkw-Kauf. Ich kann das jetzt nicht umrechnen sozusagen. Mein Standardsatz in der Zertifikatehandeldebatte ist, ja, was brauchen wir? Aber das wird auf gar keinen Fall das einzige Instrument sein. Sie wissen ja, dass wir, haben Sie jetzt alle Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, aller Parteien wäre hier eine Vertreterin der FDP gewesen, die gesagt hätte, wir brauchen einfach nur einen guten Zertifikatehandel und dann ist die Sache gelaufen. Der Rest macht der Markt. Also der Hafen ist ein exzellentes Beispiel, dass das nicht funktionieren kann. Weil es dann natürlich andere Mechanismen gibt, die den Markt aufteilen. Ja? Also ich will es mal ganz kritisch sagen, die Nordrange zwischen Rotterdam, jetzt mal nur aus der Hamburger Perspektive betrachtet. Und ehrlich, man könnte das sogar noch innerhalb Deutschlands aufteilen. Ja? Niedersachsen überlegt gerade zusätzlich zu Wilhelmshaven noch einen weiteren Hafen eventuell. Also es gibt noch eine, wie soll ich sagen, keine naturwissenschaftliche Aufteilung von Kapazitäten, sondern auch eine politisch und manchmal auch investitionsgetriebene willkürliche Entscheidung. Aber ich mache das jetzt mal zwischen Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Da gibt es einige Bereiche, wo es eigentlich im Prinzip eine politische Entscheidung ist, welches der drei Länder, Deutschland, Belgien und die Niederlande, bereit sind, mehr Steuerzahlergeld in die Subventionierung des Preises für den Umschlag nach unten zu investieren. Und das ist dann der sogenannte Wettbewerb. Wer also noch mehr Straßen baut, wer noch auf Steuerzahlerkosten, wer noch mehr subventioniert die Preise der Hafenbahn, wer noch mehr. So, und das ist schon kein richtiger Markt, so wie wir uns idealerweise oder meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP Markt vorstellen. Ja? Da jetzt so zu tun, wenn man da ein Instrument draufsattelt, das dann sozusagen alles glattgezogen wird, halte ich für ziemlich naiv. Denn am Ende kommt dann ein dicker Reeder und der sagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier einen Vertrag, wo du auf der Nordrange bist oder du bist es nicht.
So, wenn dann der Umweltsenator der Freien Hansestadt also Hamburg kommt und sagt, so, nee, jetzt musst du aber Antrieb ABC haben oder Landstrom hier abnehmen oder so, dann macht er das vielleicht anders. Wenn es einen Zertifikatehandel gibt, dann gibt es sozusagen andere Zwänge von außen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das sozusagen alles einebnet. So. Und im Übrigen bin ich beim Zertifikatehandel, Sie haben da ja geforscht, deswegen lasse ich mich hier auch gerne in dieser Runde von Ihnen belehren, sind das, glaube ich, sehr, sehr langfristige Entwicklungen, die dann am Ende da zu Investitions- und auch unternehmerischen Entscheidungen führen können. So. Und der Hafen ist wirklich verseucht damit, dass die öffentliche Hand private Großinvestoren unter Steuerzahler sozusagen an und an gut kommen. So, trotzdem glaube ich auch da wieder, ein Teil ist wieder wahrscheinlich die Frage des Energiepreises, ein Teil ist, kann auch der Zertifikat dann sein, aber ich würde sagen, so wie ich jetzt als Kind des Hamburger Südens geprägt bin vom Hamburger Hafen, die Top-Priorität ist eine einheitliche europäische Lösung. Kein weiterer Kannibalismus innerhalb der europäischen Hafen-Community, was letzten Endes nur dem Steuerzahler oder die Arbeitsbedingungen und so weiter kostet. So, der Zertifikatehandel schwebt ja über allem, deswegen hört das ja so attraktiv an. Wenn das aber dazu führt, dass letzten Endes, weil es irgendwo nicht mehr wirtschaftlich ist, der Steuerzahler da weiter subventioniert, dann funktioniert es. Ich glaube, bei Hafen, das haben wir mit Port Package 1, 2 und 3 gesehen, das sind nachher Dinge, die politisch entschieden werden. Ich weiß nicht, ob, ich zweifle an, dass man den Steuerungseffekt, den man meinetwegen im privaten Pkw-Verkehr hat, da so im Schiffsmarkt damit bekommt. Trotzdem müssen wir die Emissionen, die CO2-Emissionen im Schiffsverkehr insgesamt runterkriegen, keine Frage. Aber da plädiere ich, deswegen finde ich es gut, dass die Europäische Union das in die Hand nimmt und nicht die Mitgliedstaaten selber. Das ist eine super Sache. Aber man sollte mal nicht glauben, dass mit einem Zertifikat dann grundsätzlich sozusagen alles erledigt sei, wovon Sie ja ausgehen. Sonst würden Sie ja nicht über den CO2-Preis hier heute sprechen, sondern nur über den Zertifikathandel. Aber ich zweifle das sehr stark an. Und das sehe ich insbesondere bei diesen langen Investitionszyklen in der Infrastruktur, in den Häfen und diesem Race to the Bottom zwischen den drei genannten von mir Häfen. Aber es gilt ja auch für andere. Ich könnte jetzt noch sozusagen die chinesische Karte spielen. Mehrheitsbeteiligung von Costco in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, jetzt auch vielleicht in Hamburg, das macht das Ganze noch komplizierter. Deswegen weiß ich nicht, ob der Steuerungseffekt da so großartig ist, ob das wirklich das beste Beispiel ist, ob das der weiße Ritter ist, die Zertifikate für die Schifffahrt in Hamburg. Der weiße Ritter ist es mit Sicherheit nicht. Der weiße Ritter ist es mit Sicherheit nicht. Und es war natürlich wieder sehr, sehr blumig beschrieben. Vielen Dank. Aber es muss irgendwo angefangen werden. Natürlich haben wir ganz andere Zyklen, das hat der Kollege gesagt. Aber wenn ich einen Teil außen vor lasse, weil ich ein großartiger Bedenkenträger bin, dann kann ich auch sagen, wisst ihr was, dann ist mir das alles vollkommen egal. Wir wollen das ja unter dem Klimaaspekt hier uns betrachten. Und wenn man sich dann einfach das schlicht und ergreifend anguckt, was die Schiffe rausblasen, dann ist das nicht mehr lustig. Ne? Also insofern, glaube ich schon, kann man sagen, will ich das oder will ich das nicht? Wie ich das dann im Prinzip ausgestalte, das ist eine ganz andere Sache. Alles klar. Und das bedeutet, Herr Schneider, ich habe Sie so verstanden, eher für eine Einbettung in den Emissionshandel, Herr Gwerdi eher dagegen. Das fasse ich jetzt mal zusammen. Und ich würde mal an Thomas genau übergeben. Genau so ist die Einschätzung. Ich würde mal an Thomas übergeben, weil wir wollen ja auch noch über Stadtplanung reden. Ja, ein Missverständnis über meine Meinung. Also ich wollte das differenziert darstellen und habe leider mein Ziel nicht erreicht bei Ihnen, Herr Karkop. Deswegen korrigiere ich Sie nochmal, was die Einschätzung meiner Meinung angeht. Ich bin auch dafür, aber ich befinde mich in einem politischen Wettbewerb mit anderen, die sagen, nur das solle man einführen. Nee, auf keinen Fall. Und das würde ich eben kategorisch ablehnen. Ich würde sagen, nein, das ist ein Instrument von vielen. Das macht die Sache auch so ein bisschen komplizierter. Und ich hatte ja auch ausdrücklich gesagt, dass wir machen das jetzt ja auch hier unter CDU, SPD. Die CDU macht das ja nicht so, aber ein weiterer Wettbewerber trägt das mit einer sehr großen Monstranz vor sich her, dass das dieses eine Instrument sei. Und damit ist im Prinzip die Klimadebatte beendet. Und das versuche ich dann in verschiedenen Aspekten immer wieder zu sagen, nein, wir brauchen ordnungspolitische Maßnahmen, wir brauchen staatlich-öffentliche Investitionen und wir brauchen auch den Zertifikatehandel. Also, dann habe ich das mal aufgelöst. Wir, Herr Schneider und ich, wir sind beide für ein Zertifikat. Sehr gut.
Und noch eine Frage, wenn wir ein bisschen kürzer antworten würden, ja, das dann, ich. Wird es auch für mich interessant. Weil an die Wand quatschen brauchst du es nicht. Dann achte ich jetzt ein bisschen darauf. Und wir bewegen uns dann jetzt aus dem sehr mobilen Thema der Schifffahrt und des Emissionshandels an die landgebundene Stadtplanung. Der Bau und der Betrieb von Gebäuden gehört hier in Deutschland und vor allen Dingen weltweit im globalen Norden mit zu den energie- und emissionsintensivsten Tätigkeiten, die wir uns so leisten. In Hamburg stammen beispielsweise ungefähr 22% der Emissionen aus der Versorgung von Wohngebäuden mit Wärme und Strom. Für Büros, Gewerbe, Handel und den Dienstleistungssektor kommt nochmal ein ähnlicher Wert dazu. Und der größte Einzelposten in diesem Zusammenhang entsteht durch das Beheizen der Gebäude. Aber auch der Bau von Gebäuden ist problematisch für die Umwelt, vor allen Dingen, wenn man viel Beton einsetzt, was wir im aktuellen Bauwesen oder in der aktuellen Art zu bauen durchaus tun. Nach Angaben von der International Energy Agency verursacht die Produktion von Beton alleine etwa 7% der Gesamtemissionen der Menschheit, was ein durchaus beachtlicher Wert ist. Deswegen würde ich gerne mit der Frage an Sie zunächst, Herr Schneider, einsteigen. Dadurch, dass das Beheizen der Gebäude ein sehr großer Posten ist und wir den größten Teil der Städte, zum Beispiel in Hamburg, ja auch schon gebaut haben, stellt sich jetzt die Frage, wie können wir die Sanierung von Gebäuden beschleunigen, damit wir auf erneuerbare Energien und CO2-arme oder freie Systeme umstellen können? Also grundsätzlich, jetzt muss ich erstmal, Sie stellen alles oder immer sehr viel auf Emotionen ab, das ist auch richtig. Aber ich habe immer das Gefühl, wir müssen zusehen, in jedem Bereich auf null Emotionen zu kommen. Ich glaube, das ist fast gar nicht zu schaffen. Also insofern, wenn Sie jetzt einstellen, sagen, man heizen ist unheimlich viel Emotionen, dann hätte ich jetzt kurz und knackig gesagt, ja, dann heizen wir einfach nicht mehr, dann sind wir bei null Emotionen, dann frieren wir allerdings. So, ja, das ist jetzt ja, da wollen auch wir nicht hin. Ich wollte nur sagen, ohne Emotionen werden wir grundsätzlich überhaupt nicht auskommen. Ne? Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und wo muss ich es einfach ertragen oder muss ich es einfach in Kauf nehmen, dass Emissionen entsteht? Und wo kann ich wirklich sinnvoll einsteigen und Emissionen zu mindern? Auch wenn, wir können jetzt auch sagen, jeder Teil spielt dazu bei. Ja, auch das ist richtig. Aber wie gesagt, man muss ja immer Verhältnismäßigkeiten abwiegen. Wie kriegen wir das schnell gewährleistet, dass zum Beispiel die Heizkosten sich minimieren, energetisch sanieren? Überhaupt keine Frage. Ich glaube, da sind alle Protagonisten hier sich einig. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Sache, Punkt 1, wer ist Eigentümer des Hauses? Wir machen es mal ganz einfach an dem Haus. Kann der Vermieter sich das leisten? Kann er sich das nicht leisten? Will ich als Staat darauf hinwirken, dass hier energetisch saniert wird, dann gibt es Möglichkeiten, Förderprogramme, Bundesförderprogramme aufzusetzen, Landesförderprogramme aufzusetzen, also sprich regionale Förderprogramme aufzusetzen, die einen Anreiz schaffen, in gewissem Maße zu sanieren, um Emissionen zu verhindern. Nicht jeder Vermieter eines Hauses oder Besitzer eines Hauses ist der große reiche Mann, der spontan mal sagen kann, so, ich saniere jetzt und nehme mal wieder 200, 300, 400.000 Euro in die Hand. Da dürfen wir auch ruhig mal drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise das Auge darauf werfen. Also insofern unterstützen, Förderprogramme, steuerliche Anreize, sicherlich auch vielleicht ein Stück weit auch zusehen, dass ja steuerliche Anreize, das sind, glaube ich, die Zügel oder die Punkte, die durchaus ziehen könnten. Das mal ganz kurz und knapp. Ich könnte das jetzt natürlich aber auch 20 Minuten nett verpacken. Gut, vielen Dank. Dann würde ich auf die Punkte gerne kurz eingehen, bevor Sie dann auch gleich mit einsteigen dürfen, Herr Hagberdi. Diese Förderprogramme gibt es ja bereits in durchaus großem Umfang. Und gerade, wie ich das gerade gesagt habe, ist das Beheizen von Gebäuden, aber auch die gesamte Versorgung von Gebäuden, ist einer der allergrößten Punkte, was die Umwelteinwirkung, insbesondere die Treibhausgasemissionen angeht. Das heißt, das ist ein Punkt, um den wir uns auf jeden Fall und sehr zeitnah kümmern müssen. Und ich stimme Ihnen zu, dass natürlich gerade im Bauwesen durchaus immer große Summen im Spiel sind. Das Problem ist, dass
oder das Problem, auf das ich hinaus wollte, ist dasjenige, dass wir die Förderprogramme haben, dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt, dass aber dennoch die Sanierungsquoten deutlich unter dem liegen, wo man eigentlich hin müsste, damit wir eben diesen großen CO2-Emissionsverursacher des Gebäudebetriebs, dass wir den deutlich reduzieren und schnell reduzieren. Da war meine Frage, welche Maßnahmen halten Sie dafür zusätzlich zu den vorhandenen für geeignet? Ja, denn eine Maßnahme ist, die Förderprogramme zu hinterfragen. Warum werden die so wenig in Anspruch genommen? Das ist, könnte man jetzt dezidiert sich mal angucken. Ist das ausreichend? Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht immer nur der Idealismus bei jedem Hauseigentümer im Vordergrund steht, sondern da wird auch klipp und klar und ganz knallhart mit einem Stift und Blatt Papier gerechnet. Was ist mein Gewinn? Was ist meine Wertschöpfung? Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nicht jeder macht das aus Idealismus und sagt so, ich investiere, damit ich ein grünes Gewissen habe. Das ist okay, wenn es die gibt, davon sollte es auch deutlich mehr geben. Es gibt aber auch genügend, die dann sagen, okay, ich muss 100.000 investieren, 50.000 kriege ich vom Staat. Wenn die Wertsteigerung bei 200.000 dann liegt, perfekt. Ne? Also Förderprogramme hinterfragen, sind die ausreichend, sind die zielführend, die richtig ausgestaltet, erreiche ich die Menschen oder die Gebäudeinhaber, die ich erreichen möchte. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Zweiter Ansatz, wir haben es jetzt in der Corona-Krise natürlich auch gemerkt, da will ich aber gar nicht so sehr in die Tiefe eingehen. Was mache ich mit Baumaterialien? Stelle ich erst Baumaterialien dem eigenen Markt zur Verfügung? Oder sage ich, nein, der Markt soll sich selbst regulieren und wer für ein Produkt, wo auch immer es, was es auch immer ist, zum Beispiel Holz, gab es ja die großen Probleme. Ich lasse es den Markt regulieren und dann wird halt kaufen irgendwelche Fonds Holzkapazitäten auf, die dann den riesigen Markt, sage ich mal, hier fehlen. Ne? Das wäre zum Beispiel auch ein Mittel, dass ich erstmal mit Baustoffen eine gewisse Preissugulation einzudämmen, um hier das zu steuern. Vielen Dank. Herr Hackverdi. Haben Sie noch eine konkrete Frage für mich? Ja, es geht, ich würde gerne noch einmal zurückkommen zu der Frage, die ich Herrn Schneider gerade noch einmal oder die ich jetzt im Nachgang noch einmal nachgeschärft hatte. Die Sanierung von Gebäuden ist eine ganz essentielle Angelegenheit in der Energiewende bzw. in der nachhaltigen Versorgung. Die Sanierungsquoten liegen unter den Sollwerten bzw. unter dem, was wir brauchen, um schnell CO2-arm zumindest zu werden. Wie können wir das beschleunigen? Ja, also ich habe, Sie haben wahrscheinlich die öffentliche Debatte darüber verfolgt, wer Aufteilung von Kosten, Sanierungskosten zur CO2-Reduktion zwischen Vermieter und Mieter. Ja, dieser Aspekt ist noch nicht so richtig erwähnt worden hier, also wer dafür bezahlt. Ich glaube aber jenseits der, also erstmal gebe ich Ihnen recht, ja, der Brocken, der dahinter steckt, ist einfach riesengroß. Also wenn wir das jetzt in Budgets nehmen würden, ist das einfach ein super dickes Brett, dass wir da, wir müssen auch in anderen Bereichen Erfolge erzielen, aber da ist es einfach, der ist einfach so groß, der Kloß, da müssen große Erfolge erzielt werden. Vor dem Hintergrund habe ich auch immer diese sehr, sehr ehrgeizige Debatte um das Verbot der Ölheizung und so weiter verstanden, ja, weil man sozusagen damit den Steuerungshebel sieht, da möglichst schnell die Emissionen runterzubekommen. Ich denke aber, also das ist, ich meine, die Herausforderungen, die ich sehe, bestehen aus drei Dingen. Das eine ist, man kann bei all dreien kann man noch mehr machen. Das eine ist, das tatsächliche Know-how, CO2-frei Baustoffe zu produzieren. Also mal so eine ganz einfach technische Frage sozusagen. Da sind wir ja technisch gesehen noch nicht von der Markteinführung, aber technischer gesehen ja schon ziemlich, sehr erfolgreich, kann man sagen. Das kann man ja überall im Bundesgebiet absehen, dass es Technologien gibt, die traditionell super brutale CO2-Treiber sind, fast zur Neutralität es schaffen. Da sehe ich jetzt. Sprechen Sie gerade? Wie bitte? Von welchen Technologien sprechen Sie gerade? Ja, diese, also in der Zementproduktion, ja, oder in der, also vor allen Dingen in dem Bereich, weil der sozusagen einer der ganz großen CO2-Treiber war. Jetzt geht es um die Sanierung von Gebäuden zu einer Errichtung von neuen Gebäuden. Da erwarte ich jetzt sehr, sehr große Fortschritte, was Technologien angeht, damit das nicht passiert. Die Markteinführung davon ist eine andere Frage. Ja. Das ist ja, steht ja im Wettbewerb zu anderen. Da sind wir wieder im Zusammenhang mit Preisen, CO2-Preisen. Da sind wir also wieder in der Regulierung
das auch in den Markt einzuführen. Und wenn wir bei den Preisen drehen, ist dann sofort anschließend die Frage, wer das bezahlen soll, wenn es zum Beispiel um Mieterinnen und Mieter geht, wenn es um Eigentümer, Vermieter geht. Und die politische Debatte ist ja schon geführt. Und das Gleiche gilt dann auch für die Ölheizung versus anderen Technologien, von denen wir die eine geringere CO2-Situation haben. Also dieser Regulierungsteil ist der zweite Teil, wo man darüber sprechen muss, wer diese langfristigen Investitionen, ja, also Gebäudebestand ist eben wieder was anderes als in Urlaub zu fahren oder selbst ein Auto zu kaufen, das sind längerfristige Investitionen, wer da wann die Entscheidung trifft. Olaf Scholz hat das ja, glaube ich, richtig beschrieben, wenn er sagt, wenn wir heute Stand heute, also er hat das zu einem anderen Beispiel genannt, aber das Prinzip ist das gleiche, wenn wir heute die Ölheizung verbieten würden, ja, dann hieße das nicht, dass sozusagen alle sofort auf die richtige andere Technologie umsteigen, sondern wenn man weiß, es ist bis 2026, da ist jetzt ja, oder wann immer das sein soll, andere wollen das ja in kürzeren Abständen haben, dass man sich darauf als Investor, als Hauseigentümer einstellen kann, dass man das dann passiert. Also das ist dann die Perspektive, ja. Das Gleiche gilt dann eben für andere Maßnahmen, die Sie wahrscheinlich in erster Linie meinen, was Dämmung angeht oder andere bauliche Maßnahmen. Genau. So. Und da müssen wir, glaube ich, am Ende die Marktfähigkeit von diesen CO2-freundlicheren Technologien zu den anderen herstellen. Das geht wahrscheinlich auch über die üblichen Instrumente. Die üblichen Instrumente sind CO2-Preis und auch Zertifikat dann wieder. Aber dann müssen wir eben gleichzeitig über die Kosten reden. Ja, wir haben keinen reinen Eigentümermarkt in Deutschland, sondern insbesondere im Wohnbereich haben wir einen sehr großen Mietmarkt. Das wäre auch ein Investitionshemmnis, das den Mieterinnen und Mietern aufzuerlegen. Da sind wir ja noch nicht am Ende unserer Debatte. Kann man ja auch drüber abstimmen bei der Bundestagswahl. Da ist ja die CDU und die SPD ein bisschen anderer Meinung. Das könnte auch noch ein Zankapfel für die Zukunft sein. Da geht es ja darum, welcher Anteil da von wem trage. Und der dritte Teil ist, naja, wir müssen jenseits der Frage, also das ist diese Einfamilienhausdebatte, ja, also soll man verbieten, Einfamilienhäuser zu bauen? Darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen heute, sondern es geht wirklich, mir geht es gerade wirklich primär darum, wie bekommen wir den Gebäudebestand, die große Masse, also gerade Hamburg hat ja auch große Wiederaufbauteile, ja, mit nicht so besonders gut gedämmten Gebäuden, wie bekommt man die hin? Die Einfamilienhausdebatte würde ich gerne beiseite lassen, weil sie an diesem Punkt nicht meiner Frage entspricht und auch nicht der große Kern gerade in den Städten ist. Wenn Sie jetzt das auf Hamburg beziehen, in Hamburg hat man andere Steuerungsinstrumente, Gott sei Dank, als im Rest des Landes. Ich habe das jetzt auf Deutschland bezogen, die Frage. Mhm. In Hamburg haben Sie eben einen Global Player mit dem stadteigenen Wohnungsbauunternehmen, das dann tatsächlich auch eine öffentliche Agenda vollziehen kann und tatsächlich auch großen Einfluss auf den Markt hat, weil es auch qua Masse. Das ist ja leider im gesamten Bundes, wir haben eine große Wohnungsbauinitiative, wollen wir auf Bundesebene ja anschieben, wenn wir die Richtlinienkompetenz der Regierung hätten. Aber in Hamburg ist das ja jetzt schon der Fall. Und Sie sehen das auch bei der Sage GWG, dass es dann sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer wird, weil man eben nicht alle Sanierungskosten 1:1 auf die Mieter und Mieter umlegt. Das machen wir jetzt. Wir geben da viel, viel öffentliches Geld rein. Und das wird dann wahrscheinlich in Zukunft noch mehr sein müssen. Aber dann, das ist dann auch eine Verteilungsfrage, weil das dann auch beim Hamburger Steuerzahler hängen bleibt. Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne dieses Thema an dieser Stelle beenden, wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Schneider. Ja, ist dann halt so. Also ich sage mal, das ist wirklich ein Thema, wo man wirklich viel dezidierter reingehen muss. Auch die Frage, ob es die Saga, dass das des Weises letzter Schluss ist. Aber er war wenigstens so ehrlich und hat gesagt, letztes muss es der Steuerzahler zahlen. Ne? Dann sind wir wieder beim Mieter, der dann auch wieder dran glauben muss. Aber wir können das Thema verlassen. Danke. Okay. Dann würde ich nämlich gerne noch einmal auf den Aspekt der Stadtplanung eingehen, den Punkt aber relativ kurz halten wollen, weil wir noch ein weiteres Themenfeld haben. Denn zusätzlich zur Reduktion von den Umweltauswirkungen im Bau und im Betrieb von Gebäuden wird die Anpassung an ein verändertes Klima immer wichtiger. Zum Zeitpunkt von unserer Aufnahme jetzt gerade lebt über die Hälfte aller Menschen sowohl in Deutschland als auch weltweit in Städten. Tendenz steigend. Im IPCC-Bericht Nummer 5 aus dem Jahr 2014 werden viele Herausforderungen für Städte zur Anpassung an den Klimawandel genannt.
Insbesondere städtebauliche Anpassungen zum Schutz gegen Wetterextreme wie Hitzewellen und Stürme spielen darin eine große Rolle. Und aus traurigem aktuellem Anlass wissen sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass das ein Thema mit voraussichtlich wachsender Relevanz wird. Und da wäre jetzt meine Frage, und wie gesagt, mit bitte um eine relativ kurze Antwort: Welche städtebaulichen Maßnahmen bzw. welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gedenken Sie zum Schutz der Menschen in den Städten umzusetzen? Diesmal Herr Hack-Verdi, bitte, mit dem Beginn. In den Städten, also ich mache es jetzt komme ich fange mit Hamburg an. Die Städte sind. Genau, fangen Sie gerne mit Hamburg an. Das macht schon einen Unterschied, ob man den Stürmen auf der Norddeutschen Bucht ausgesetzt ist für ein Dauerregenereignis in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, für Hamburg, wir sind. Ich steige mal ein mit der Grundsatzdebatte über Klimawandel und Klimafolgen. Ja, so, und das ist ja auch für den einen oder anderen ein Problem. Ich glaube, wir müssen da nicht nur wegen dieser Hochwasserkatastrophe in diesem Jahr, sondern grundsätzlich, weil wir da einfach Veränderungen haben, darüber, das tun wir auch. Wir Hamburger sind das ja gewohnt. Wir erhöhen die Deiche natürlich wegen der Elbvertiefung. Wir erhöhen sie aber auch, weil wir da einen schnelleren Energieeintrag ins Elbtal, weil wir das kennen. Ja. Ich selber bin in Wilhelmsburg bin aufgewachsen in Wilhelmsburg. Hier hat die größte zivile Katastrophe in der Geschichte unseres Landes stattgefunden, in meiner Straße, in der ich lebe, bei der Sturmflut 1962. Insofern ist das kein neues Thema für uns, aber man kann unterstellen, dass es da entweder eine stärkere Dynamik gibt oder eine andere Dynamik, die uns so ein bisschen vor andere Herausforderungen stellt. Ich nehme mal ein Beispiel für Binnenhochwasser in Hamburg. Wir haben verschiedene Varianten, insbesondere um das Elbtal herum, wo wir entscheidend von Entwässerung leben in die Elbe hinein. Ja? Die Elbe hat eben periodisch durch den Tidenhub mal viel und mal wenig Wasser. Und da kann man aber nicht die Uhr nachstellen, sondern es ist mal mehr, mal weniger. Und wenn es dann einen weniger Abfluss gibt, dann gibt es auch einen weniger bei der Entwässerungsmöglichkeiten für das Festland. Das ist ganz praktisch für die Menschen, die hinterm Deich leben, eine wichtige Information. Wenn dann noch ein Starkregenereignis einträte, das, von dem wir ja wissen, dass das jetzt wahrscheinlicher wird, Sie können das besser erklären als Scientists for Future als ich, dann heißt das, dass das Wort Jahrhunderthochwasser auf einmal. Also ich bin kein Freund dieser Wortgebung, weil das ja die Assoziation weckt, das passiert erst in 100 Jahren, aber das ist es ja gar nicht, dass das eben wahrscheinlicher wird. Und deswegen müssen wir da hinterher sein, dass wir die Maßnahmen treffen, dass das nicht passiert. Wir haben die Situation in Hamburg, dass Küstenschutz, dass Deichschutz, Wasser, also das, was an der Wasserkante passiert, aber auch die Entwässerung, dass das Ländersache ist. Und wir erleben das in verschiedenen Bereichen, dass die Dynamik, das sehen Sie jetzt ganz konkret im Katastrophenfall, das THW hat im großen Stil in NRW, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern geholfen. Und dann wird mal über Nacht kurz erklärt, dass, was eigentlich normalerweise also verfassungsmäßig jetzt gegeben wäre, nämlich dass die einzelnen Gemeinden dem THW den Einsatz bezahlen müssten. Das ist nämlich die Sache der Gemeinden, für Katastrophenschutz zu sorgen. Wissen Sie, was ich meine? Das ist natürlich naiv, das können die gar nicht in so einer Katastrophenszenario. Und deswegen hat jetzt auch der Bund und die Länder natürlich wir werden das im Laufe dieser Woche ja in einer Sondersitzung des Bundestages, diese Kosten, den Bund und die Länder übernehmen das gemeinsam. Alles andere würde jetzt auch überhaupt nicht funktionieren am Hochwassergebiet, wenn sich die Bilder angucken. Aber wenn ich das richtig bei Ihnen raushöre, Entschuldigung, ich. Ganz kurz bitte, weil ich will nur mal einen Punkt machen, weil der ein verfassungsrechtlicher Punkt ist, der absolut relevant ist. Und das zu Ende gedacht bedeutet, dass wir auch bei den Klimaanpassungsmaßnahmen jetzt die Länder nicht schon vorzeitig alleine stehen lassen dürfen, sondern wir müssen uns da Gedanken drüber machen, dass die Aufteilung zwischen Bund, Gemeinden und den Ländern im Falle für die Herausforderung der Klimawandelanpassung eine andere ist. Wir sehen das an großen Verschiebungen im Bundeshaushalt, dass das jetzt schon passiert. Das ist aber, wir sind da noch mittendrin und das ist, glaube ich, der größte Faktor, denn die einzelne Gemeinde oder das einzelne Bundesland ist mit ganz großen Maßnahmen da ziemlich schnell überfordert. Okay, vielen Dank. Dann haben Sie meine Frage auch schon beantwortet, da war ich etwas zu ungeduldig. Herr Schneider, dann würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben. Ja. Also die Kostenfrage ist sicherlich klar formuliert. Länder können gewisse Schutzmaßnahmen nicht leisten, da ist der Bund ganz klar verpflichtet. Und das ist eine Frage, die kurzfristig geklärt werden muss. Und ich glaube, im Ansatz dessen,
sollte es da eigentlich parteiübergreifend Einigung geben, dass du die Länder mit solchen Sachen oder Gemeinden nicht alleine lassen kannst. Aber letztlich gibt es ja trotzdem parallel dazu konkrete Maßnahmen, die man umsetzen kann. Und die haben mir so ein bisschen gefehlt, schade. Aber letztlich wir hier im Norden, Deichschutz, Küstenschutz, Deiche anheben, das ist bei uns gang und gäbe, das ist tägliches Geschäft. Aber ich glaube auch für Flächenländer ist es total maßgebend wichtig, davon wieder wegzukommen, Flussbegradigungen zu machen, dass wir wirklich so versuchen, in die natürlichen Läufe der Natur zurückzukehren, dass wir wirklich auch Überflutungsflächen haben, Überflutungswiesen haben. Ich bin auf dem Land groß geworden, da hatten wir am Rande der Bode, wer die kennt, ein kleines Flüsschen im Harz, da gab es immer rechts und links genügend Auslaufflächen, wenn die Bode dann doch mal über die Ufer getreten ist, und dann war gut, da war das Dorf trocken geblieben und. Das sind so einzelne Maßnahmen. Sie als Experten könnten sicherlich noch 100 weitere runterrasseln aus dem Stegreif, und für diese Infos, sage ich mal, sind wir in der Politik natürlich auch unheimlich dankbar. Was natürlich dazu kommt, ist natürlich auch die Abflussmechanismen in Städten, in Gemeinden, Kanalisation. Wer sich die anguckt stellenweise, weiß, dass manche über 100, 200, 300 Jahre auf dem Buckel haben, und die müssten eigentlich mal durchsaniert werden. Man könnte die vielleicht auch mit einem Querschnitt erweitern. Was das kostet, wissen wir, ist ein wahnsinniger Brocken, der da bewältigt werden muss. Aber es wäre eine Maßnahme. Und das war ja, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, welche Maßnahmen können wir machen, können wir tun, damit gewisse Sachen nicht mehr passieren. Das sind sozusagen die Frage, ja. Sehr gut, ne? Also da geht es nicht um Zuständigkeiten, sondern welche Maßnahmen gibt es? Und das nur mal so als zwei, drei Ansätze, welche Maßnahmen möglich werden. Aufbrechen von versiegelten Flächen. Die Städte sind ja prädestiniert dafür, wenn man guckt, was in den Städten versiegelt ist. Eine Maßnahme, dass die versiegelten Flächen aufbrechen, dass Regenwasser wieder normal versickern kann. Lasst uns mehr Bäume pflanzen, Grünflächen anlegen. Das sind sicherlich alles Maßnahmen, die uns helfen werden. Natürlich, wenn wir ein Starkregenereignis haben, wo Land unter ist, dann ist da auch Land unter. Da können wir noch so viel Wiesen haben, wie es nur geht. Aber ich glaube, es geht erstmal um das große Ganze, dass wir sagen, das, was ich eingangs gesagt habe, Flächen, wo ein Fluss sich mal ausbreiten kann, wenn er mal überschwappt, die versiegelten Flächen aufzubrechen, mehr Grün in die Städte zu bringen, was dazu auch führt, dass sich dann in Städten natürlich auch ein Stück weit mehr Lebensqualität verwirklichen lässt. Vielen Dank. Dann würde ich den Punkt an dieser Stelle gerne leider etwas abrupt beenden, damit ich nochmal an Julian das Wort übergeben kann, damit wir noch über unser drittes Themenfeld sprechen können. Genau, wir wollten ja noch über Hafen und Wirtschaft sprechen. Angesichts der Zeit, weil wir vorhin schon über Schifffahrt gesprochen haben, würde ich sagen, dass wir uns da auf Wirtschaft fokussieren. Und ich weiß, Thomas, du hattest noch eine gute Frage zur Energiewende. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir die vielleicht einmal als letzte Frage machen und dann vielleicht eine schnelle Antwort von den beiden kriegen. Ja, dann machen wir das gerne auch so herum. Und zwar geht es um ein aktuelles, ja, ich würde auch durchaus sagen, Prestigeprojekt der Stadt Hamburg. Es ist nämlich, um unsere Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umstellen zu können. Es ist zwingend notwendig, dass wir sehr zeitnah eine Speicherinfrastruktur in ausreichender Dimension haben. Hamburg hat jetzt ein Projekt zum Aufbau einer Elektrolyseanlage mit einem 100-Megawatt-Wandler auf den Weg gebracht. Und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem von der Dimensionierung her nicht ausreichend. Und wenn wir daran denken, dass unser CO2-Budget, je nachdem, wie sich das in den aktuell oder wie sich das jetzt in der näheren Zukunft entwickelt, mit der Reduktion unserer Emissionen haben wir nur noch wenige Jahre, bis wir komplett umgestellt haben müssen. Da reden wir nicht von 2050, sondern eher von 2030. Brauchen uns jetzt über ein genaues Jahr, brauchen wir, glaube ich, nicht im Detail zu sprechen. Da wissen wir, glaube ich, alle, dass das da, wie soll man sagen, dass die gesamte Entwicklung unterschiedliche Wege nehmen kann. Aber das mal als Ausgangssituation. Jetzt ist meine Frage, wie wollen wir diese Speichertechnologie in wenigen Jahren in sehr, sehr großem Maßstab haben? Worauf setzen Sie da? Ich bin jetzt, ehrlich gesagt,
etwas aus dem Ruder gekommen, wer gerade begonnen hat. Ich glaube, Herr Hack, Sie können die Frage nochmal ein Stück weit nochmal erläutern. Also das geht so in die Tiefe rein, was auch gut ist, macht auch Spaß. Es geht jetzt um eine Speicherinfrastruktur im Rahmen einer Elektrolyseanlage. Nein, Entschuldigung, dann sehen Sie, dann geht's schon los. Also, es geht darum, dass wir Speichertechnologien benötigen, um die erneuerbaren Energien zu der Zeit oder Energie zu der Zeit abrufen zu können, wenn wir sie auch benötigen und nicht dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Also die zeitliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch. Und meine Frage geht in die Richtung, wie schaffen wir das in den nächsten wenigen Jahren? Und da müssen wir jetzt wirklich schnell sein, weil eben der Großteil unserer Umwelteinwirkungen aus der Energieerzeugung kommt. Wie schaffen wir das, diese Speicherinfrastruktur schnell und effektiv aufzubauen? Welche Mechanismen sehen Sie da vor? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also Batterie, wie speichere ich Energie, die sozusagen uns dass wir den Aufschlag damit ein Stück weit in Deutschland verpasst haben, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Und dass wir, sage ich mal, im weltweiten Vergleich ein Stück hinterherhinken, wissen wir auch. Man sieht es ja auch daran, dass jetzt unheimlich viel Dampf auf den Kessel gegeben wird, damit hier die Elektroenergie oder die Elektromobilität zum Beispiel, das ist ein Teil davon, da ist ja Batterie ein ganz großer Part, dass das vorangetrieben wird. Letztlich muss auch dann in diesen Bereichen, ne, so noch nicht ausreichend vorhanden, natürlich auch noch mehr Dampf auf den Kessel gegeben werden. Gerade wenn wir im Hinblick auf Hafen, auf Wirtschaft blicken, ich eine Landstrominfrastruktur haben möchte, brauche ich Energie, wenn die Schiffe da sind und nicht, wenn die Sonne scheint. Ne? Also insofern heißt es Förderprogramme, Innovation, Idealismus, alle Player, die hiervon profitieren, an einen Tisch bringen, nicht irgendwann mal und nicht eventuell vielleicht eine Wahl abwarten und gucken, wie man sich versteht, sondern wirklich kurzfristig und dann die Köpfe zusammenstecken und dann halt auch, und das ist das Entscheidende, die Wissenschaft muss mit dazu, das Geld muss mit dazu und dann muss im Prinzip kurz und knapp relativ zügig geklärt werden, wer kann wie viel dazu leisten, dass wir eingehend mit Ihrer Frage kurzfristig was hinbekommen. Wenn die Wissenschaft natürlich zu mir sagt, nur als Beispiel, wir schaffen eine Speicherinfrastruktur frühestens bei einem Tempo in 10 Jahren, dann brauche ich nicht diskutieren, wie schaffen wir es in 5 Jahren. Dann können wir vielleicht sagen, wie schaffe ich es in 9 oder wie können wir die 10 Jahre halten. Das, so da, das ist nur ein Beispiel als Zahl, ne? Nicht, dass es so ist. Aber das ist, um die Frage oder die Antwort halt wirklich zu erläutern, ist, dass genau diese Akteure, die davon betroffen sind, die den Nutzen haben, an einem Tisch sitzen. Es muss Geld auf dem Tisch, die Wissenschaft muss dazu und es müssen realistische Ziele sein, weil ansonsten ist es auch wieder Sand in die Augen der Leute zu streuen, dass wir sagen, in 2 Jahren haben wir was. Und dann auf einmal heißt es dann, die 2 Jahre schaffen wir nicht, dauert doch 7 Jahre. Ich sage nur Berlin, Flughäfen bauen können wir auch nicht so richtig. Also insofern sollten wir hier mit Bedacht, mit Augenmaß und mit Leuten an den Start gehen, die hier eine Expertise haben und entsprechend dieser Perspektive einen Masterplan erstellen und den dann stringent abarbeiten. Und wie gesagt, und nicht im Lamentieren verfallen. Und eventuell der und der, und dann muss ich nochmal an den denken, und das bringt uns alle nicht weiter. Handeln ist die Devise. Handeln und nicht reden. Gut, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann plädieren Sie auch dafür, dass wir an der Stelle auch mit öffentlichen Geldern kräftig Anschub leisten. Wenn es darum geht, diese Infrastruktur, und ich mache es kurz, ja. Auch da muss der Staat mit eingreifen, weil der Staat ist ja auch der Treiber und sagt, Mensch, wir haben Sonne, wir haben Wind, wir fördern das. Jetzt kann der Staat natürlich sagen, ich bin raus, kümmert euch mal selber, dann darf ich aber auch mich nicht hinstellen und mit dem Finger auf die Industrie zeigen und die dann sagen, Leute, ich stehe in Konkurrenz mit der Nation, mit dem Kontinent, das kann ich mir nicht leisten. Dann mache ich hier die Firma zu und dann war es das. Also der Staat muss da genauso mit am Tisch sitzen, wie die Leute, die den Nutzen davon haben, die Industrie, die das herstellen, die Windräder aufstellen, die Solarparks betreiben. Da müssen alle an den Tisch. Okay, vielen Dank. Herr Hack-Werdi.
Ja, jede Frage des Speichers trotzdem nochmal auf die Energiegewinnung. Also selbst wenn wir die Speicherfrage gelöst hätten, wenn wir beim derzeitigen Tempo des Windkraftausbaus blieben, dann hätten wir hervorragende, nicht von uns benutzte Speicher, nur mal so. Also insofern, ich freue mich, dass... Darüber bin ich mir durchaus im Klaren, aber ich würde trotzdem gerne einmal über das Thema sprechen. Ja, deswegen freue ich mich, dass Sie schon den nächsten Schritt machen. Und bei diesem anderen Schritt mit dem Speicher machen Sie auch schon den nächsten Schritt. Der ist tatsächlich relevant. Ich versuche es mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Ja. Das läuft schon in Moorburg. Das Ding läuft wie eine Eins. Dann müssen wir uns nicht mehr kümmern. Ist nur zu klein, brauchen wir größer. So haben Sie es nicht gesagt, aber so ein bisschen ist es bei mir angekommen. Und ich kann Ihnen sagen, nein, das ist noch nicht durch. Es steht da nicht. Die Anwendung ist noch nicht durch. Die Leitungen liegen noch nicht. Die Anwendung des dort produzierten Wasserstoffs für Aurubis, Metalle, für Trimet und für ArcelorMittal steht noch nicht. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Planfeststellungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Die Marktfähigkeit des dort produzierten Wasserstoffs ist noch nicht gesichert. Die Finanzierung des Gaps zwischen erdgasproduzierten Wasserstoff und dann durch erneuerbare Energien steht noch nicht fest. Und nicht einmal die Leitungen, die dafür nötig wären, um dort grünen Wasserstoff zu produzieren, sind da noch nicht. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Hagberdi, deswegen meine Frage. Und darüber würde ich gerne sprechen wollen. Nicht, weil ich Ihnen vorführen will, dass Sie zu schnell sind und die schon übernächste Frage gestellt haben, sondern weil in der Verwirklichung dieses Projekts, wo man dem Michael Westhagemann, dem Wirtschaftssenator unserer schönen Stadt, mal richtig auf die Schulter klopfen muss, denn dieses Projekt wird viele Fragen aufwerfen, was dann dazu führen kann, dass wir die Frage, die Sie schon heute schon stellen, besser beantworten können. Denn es ist noch nicht out of the box. Da ist nicht einfach nur eine Schublade aufmachen, sondern wir müssen jetzt in industrielle Anwendung von grün gewonnenem Wasserstoff. Und da ist noch nichts fertig vom Band. Ja? Es gibt kein Schiff, das grünen Wasserstoff transportieren kann. Aber es gibt Leute, die sich darüber Gedanken machen, ob man das anlanden kann oder ob man es im Ausland produziert. Wir sind in einer Phase, wo es noch nicht klar ist, wie die Reise tatsächlich aussieht, weil uns noch nicht alle Informationen abschließend vorliegen. Deswegen zur Beantwortung Ihrer Frage. Der Wasserstoffelektrolysator in Moorburg muss ein Erfolg werden. Es muss funktionieren, dort grünen Wasserstoff zu produzieren. Es muss dort funktionieren, in Speicher oder dann in Transportlinien das zu den Großverbrauchern zu bringen, die heute Erdgas verbrauchen. Und es muss alles erstmal funktionieren, damit wir dann hoffentlich dann einen weiteren Schritt auch in die Marktfähigkeit von grünem Wasserstoff haben, damit wir nicht dauerhaft für den Rest aller Zeiten den Preisunterschied zwischen Erdgas und grünem Wasserstoff durch öffentliches Geld finanzieren müssen. Also das ist die große Challenge. So, Ihre technische Frage nach Speichern, das wissen Sie besser als ich. Sie sind hier der Scientist for Future, ich bin nur Jurist. Wir werden, glaube ich, gut daran bedient sein, das höre ich, dass wir ein Wasserstoffnetz haben, das mindestens gleichwertig ist mit dem jetzigen Erdgasnetz, wahrscheinlich noch ein bisschen nach, nicht nur nach den Verbrauchern orientiert, sondern auch da, wo die Energie gewonnen wird. Auch da werden wir ja hoffentlich mehr Erfahrung sammeln durch den Energietransport zu Moorburg hin, sodass wir dann das hoffentlich verallgemeinern können. Das größte Problem, die größte Herausforderung, die Kosten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für die Industrie ist nicht gelöst, sondern wir sammeln jetzt Erfahrungen, damit wir das möglichst im großen Stil machen können. Und ich erinnere dann, und ich freue mich auf Ihre Unterstützung, der Scientists for Future, wenn wir im Planfeststellungsverfahren in Hamburg vielleicht auch die ein oder andere neue Wasserstoffleitung öffentlich begleitet bekommen. Da freut sich die Politik immer um Unterstützung der Zivilgesellschaft. Dann können Sie ja auch dabei sein. Das sind also noch ganz viele praktische Herausforderungen. Hamburg ist aber eine sehr, sehr, könnte sozusagen ein Winning Case sein durch unsere Lage, durch die Industrie, die Verbraucher, die hier sind, und unsere Lage, den Strom hierher zu bekommen, wenn er klimaneutral produziert ist. Und ja, trotzdem muss man es sagen, der Ministerpräsident Bayerns besteht auf eine Regelung, dass ein Windkraftrad den zehnfachen Abstand zu seiner Nabenhöhe haben muss. Das ist im Prinzip einfach nur das Verbot von Windkrafträdern aufzustellen. Und ja, ich unterhalte mich sehr gerne mit Ihnen, auch in Zukunft über Speicher. Aber es wird eine sehr, sehr, sehr akademische Debatte, eine rein akademische Debatte, wenn wir diesen ersten Schritt nicht schaffen, diese Abstandsregelung fundamental zu verändern. Da bin ich persönlich auch ganz bei Ihnen, Herr Hagberdi. Das ist ein Thema, über das wir auch schon sehr, sehr viel diskutiert und auch schon einige Stellungnahmen im Rahmen des Scientists for Future veröffentlicht haben. Und in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Schneider, möchte ich noch eine positive Sache sagen? Ja. Hier, gucken Sie. Das hier ja. ist Kupfer von Aurubis. Richtig schweres Teil.
100%ig CO2 produziert. Das ist sozusagen, also das ist nicht schlecht, ja. Das geht. Es geht, das ist der Beweis, dass es technisch geht. Das kostet leider fast Faktor 10 von dem Kupfer in der anderen Variante heute. Aber das ist schon mal ein Riesending, dass wir einen Standort haben in Hamburg, dass wir die Technologie und das Wissen tatsächlich praktisch umsetzen können. Das ist erstens einmal auf die Schulter klopfen, wir sind tolle Typen in Hamburg. Das ist aber zweitens auch die Verantwortung, dann müssen wir es hier auch weiter treiben, weil wir es können. Das ist also auch ein Aufruf an alle, das weiter zu treiben. Und es werden da auch, glaube ich, nicht immer nur gute Nachrichten kommen, insbesondere was nachher, was die große industrielle Nutzung angeht, das ist dann kommt dann auch hier und da Gegenwind, wenn das schon bei Aufstehen von Windrädern der Fall ist, dann auch bei der industriellen Nutzung von Wasserstoff. Ja? Also das ist nicht nur ein reines Vollzugsdefizit, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Mhm. Herr Schneider, möchten Sie noch ergänzen oder noch ein paar Punkte ansprechen? Sind wir erstmal, die Frage war ja nach Elektrolyse und Speicherfunktion und dann Herrn Söder mit zu zitieren, ist schon eine Meisterleistung der Politik, aber muss man so akzeptieren, ist so, aber ansonsten hatte ich eigentlich mein Statement dazu abgegeben. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Julian, hast du noch einen Punkt, den du ergänzen möchtest? Nein, ich glaube, wir sind durch soweit. Ich denke auch. Dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute mit uns gesprochen haben. Sehr gerne. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns gerade nicht sehen können, wir haben heute gesprochen mit Uwe Schneider von der CDU und mit Metin Hakverdi. Und in diesem Sinne, meine Herren, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Danke, es war gar nicht schlimm, ja? Ich habe keine Angst mehr vor Naturwissenschaftlern. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.